Könnten wir auch machen. Und dann hier so als Eingangsbereich ein größeres. Aber nee, das lassen wir erst einmal. So, hier. Hier kann das ruhig raus. Hier ist ja dann natürlich dieser, der Farmbereich. Tut mir leid. Das heißt, hier brauchen wir dann auch keine Wand. Allerdings brauchen wir dann hier doch so ein schönes Wändchen. Und zwar unter den Stiefchen. Stiefchen, Wändchen und so weiterchen. So. Ja. 1, 2, 3. Höher oder nicht höher? Das ist hier die Frage. Warte mal, mit 4 schaut es doch eigentlich... Wird wegen der Beleuchtung dann irgendwie blöd. Ja, ich glaube, ich lasse das bei 3. Dann kann ich das mit der Beleuchtung auch super hinbekommen. Betonung liegt natürlich auf kann. Können tue ich es natürlich nicht, aber ich könnte es. So. Dann brauchen wir natürlich nicht immerfort die armen Schweine hier vergewaltigen und denen ihr zartes Fleisch klauen. Ach, warte mal. Hier sieht man durch. Das ist ja blöd. Ach egal, dann mache ich da Push beim Bauer, mache ich da Erde hin. Nein, nicht da. Nein, Mist. So. Ich frage mich, warum ich hier unten das Ganze mit Cobblestone gemacht habe. Wobei ich hier eh das Ganze aushöhlen mag. Ey, das ist ja blöd. Das ist ja kacke. Können wir gar nicht weiter darüber. Ja, okay, macht doch auch nichts. Eine so große Farm will ich jetzt auch gar nicht machen. Und hier der Eingangsbereich sollte auch so ein paar Blöcke groß sein. Das heißt, hier mache ich noch ein bisschen aus Cobblestone. Ne, dann kann ich hier noch so ein bisschen hin, dass wir dann hier vielleicht so ein paar Vorratskisten noch drinnen haben. Könnte man machen, muss man aber nicht. Nein, das mit den Vorratskisten lassen wir hier. Die können wir dann alle irgendwo anders hinmachen. Ne, also man kann auch, könnte auch machen, dass hier jetzt da das nicht so, ach Mist, das nicht so aussieht, dass jetzt hier alles zu ist, zugemacht wird mit Cobblestone, sondern dass hier die Treppchen so gestellt werden. Schaut meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen besser aus. Ja? Ja, okay, ja. Schaut besser aus, ja. Dann brauchen wir natürlich hier noch ein bisschen Wand. Sonst schaut es kacke aus. Dann können wir hier auch noch eins weiter nach hinten gehen und dann könnten wir hier so einen Lagerbereich vielleicht einrichten. Dass wir dann da in der Wand noch eins weiter nach hinten gehen, dass wir da dann unsere ganzen Weizenvorräte und alles gelagert haben. Wäre so eine Idee, könnte man machen, könnte man aber auch nicht machen. Je nachdem, wie man es will. Und natürlich müssen wir dann auch schauen, wie weit wir, noch Regen, wie weit wir hier rausgehen können, beziehungsweise reingehen können. Denn, ja, der Berg ist ja auch nicht unendlich. Siehst du, hier ist schon Gras, das heißt, da wird es dann ein bisschen komplizierter. Na, aber ich schaue, ob man da noch, nee. Der Regen schaut ja mal richtig seltsam aus. Wie schaut denn das aus, wenn hier so ist? Ja, ist eigentlich relativ egal, ob das so oder so ist. Finde ich jetzt persönlich. Also man kann natürlich hier da was hinsetzen, da und dort. Und dann jetzt hier zwei Blöcke nach oben gehen. Dann haben wir hier noch einen ganzen Block mehr Spielraum. Ja, und hier natürlich wieder nicht. Boah, ich muss echt schauen, wie ich das mache. Aber ich will das Ganze hier in den Berg bauen. Das ist ja mal ganz klar. Wie lange habe ich noch? Egal.
Ich habe gerade auf mein Handy geschaut, ob ich da schon eine Nachricht bekommen habe. Denn ich stelle mir das die ganze Zeit dann immer so ein, wie lange ich Zeit habe zum Aufnehmen. Beziehungsweise ich bekomme dann eine Erinnerung, dass ich keine Zeit mehr habe zum Aufnehmen. Ja, das ist hier alles so ein bisschen hektisch zurzeit. Aber ich will natürlich so ein bisschen vorproduzieren. Das heißt, jetzt ist noch nicht einmal, also jetzt, wo ich es aufnehme, ist noch nicht einmal die erste Folge Minecraft erschienen. Und hier. Puh. Ich glaube, ich müsste noch einen Block runter, dass ich da dann oben Half Steps platzieren kann. Denn ich will hier unten ehrlich gesagt nicht so einen komischen Block sehen. Ja, denke ich mir schon. Ja, dann muss ich jetzt hier ein bisschen Half Steps produzieren. Hier am besten mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 64er Stacks. Dann kann ich das Ganze hier auch ein bisschen auskleiden. Allerdings muss ich zuerst noch schauen, wie ich das hier Ganze, das Ganze hier produziere. Sag ich mal. Ja, so passt das. Ach, dann muss ich jetzt hier noch alles einmal ausheben. Es ist gar nicht schön, Leute. So. Aber das macht man nicht alles. Für ein bisschen Geld. Nein. Natürlich nicht. Ja, die Treppe schaut. Ja. Ne, versteht ihr mich? Kann man machen. So, hier. Denn ich will jetzt einfach mal hier beim Anfangsbereich schauen, wie sich das Ganze so macht. Jetzt, wenn ich da so einen Abschluss hier hab. So, hier. Noch ein bisschen auskleiden mit Cobblestone. Und das ist ein bisschen dunkel, das hier. Kann ich da? Nein, kann ich natürlich nicht. Ist ja toll. Ich habe gerade probiert, ob ich an die Treppen Fackeln setzen kann, aber das geht leider nicht. Ein bisschen schade, aber ja, okay. Muss man mit leben. Den wollte ich jetzt aber nicht abbauen. Hier. Und hier ist frei, ne? Ah! Hilfe! Bin rausgerutscht. Puh. Hm. Ich weiß nicht. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Und dann kann ich ja eigentlich nur die Cobblestone-Verkleidung bis hier hinziehen. Erstmals halt. Und dann hier so einen kleinen Bereich haben. Das heißt, das Ganze hier mache ich nochmal schnell zu. Ne, so. Und dann kann ich das hier jetzt auch zumachen. So. Was ist denn da? Da gehe ich gleich mal drauf schauen, was ich jetzt hier kaputt gemacht habe. Irgendwas war da. Ach, 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 ach. Na, guck mal einer schau. So haben wir aber nicht gewettet, mein Lieber. Hier darf aber kein Gras drinnen sein am Boden. Ne, das gehört sich doch nicht. So, und hier auch Cobblestone mal fürs Erste. Warum ist das Ganze jetzt hier weiß, wenn ich was abbaue? Vorher war es normal, dann war es. Dann war es schwarz und jetzt weiß. Ganz komisch. Irgendwie. Extrem komisch. So. Und jetzt packe ich mal die Treppchen hier aus. Ach, hier ist so ein Kacklichtbug dann. Na, das ist ja blöd dann natürlich. Hm.
Ja, dann muss ich mir mal überlegen, ob ich das wirklich noch so mache. Allerdings hier so.